Jo Leute, was geht? Freunde, es ist endlich soweit. Poppy Playtime Chapter 3 ist draußen und wir spielen es heute. Und ich bin extrem gehypt, Leute. Wir haben über 2 Jahre auf dieses Spiel gewartet, Leute. Auf den Nachfolger von Huggy Wuggy. Und deswegen würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall rein in Chapter 3. Und Leute, wenn ihr gehypt seid, dass ich den nächsten Part schon morgen raushaue, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ich sag's euch, dann gibt's die nächste Folge. Also lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Wir starten rein. Und da sind wir, Leute, in Chapter 3. Deep Sleep. Nach dem Zugcrash findest du dich jetzt in den Tiefen von einem neuen Ziel. Und Leute, da hinten haben wir ihn, diesen sogenannten Catnap. Wir finden raus, was es mit dieser merkwürdigen Kreatur auf sich hat. Eine von den Smiling Critters. Und wir starten ein neues Spiel. Ich bin gespannt. Let's go. Okay. What's the time? Was ist die Spielzeit? Poppy Playtime, natürlich. Oh. Okay, das habe ich schon gesehen. Das sind die Smiling Critters. Okay. Okay, die Smiling Critters, Leute. Und da ist er, Leute, auf jeden Fall. Die Smiling Critters sind bekannt dafür, schwarze Augen zu... Oh, das war gruselig, Alter. Und da ist er, Leute. Catnap! Und plötzlich smilen sie alle. Catnap! Huh. Please, help us go okay. to sleep, Catnap! We need it, Catnap! Please, help us. Die wollen dann schlafen gehen. Und da kommt so ein roter Rauch aus ihm raus. Okay. Alles. Das Spiel wird sehr gruselig werden. So, wir kommen direkt, Leute, nach dem Zugunglück und... Wait. Warte mal kurz. Wer ist das? Hallo? Warte, was passiert hier? Wer... Bin ich das? Oder trägt mich da jemand? Ich glaube, mich trägt da jemand. Wer bist du? Oh mein Gott! Es ist Catnap! Wo bringt er mich hin? In den Mülleimer? Wohin? Was? Leute, wir sind direkt im Game, Alter. Es geht hier direkt los. Was passiert hier? Die Wände bewegen sich! Oh mein Gott! Ich muss hier raus! Hallo! Ich muss hier raus. No way, no way, no way. Oh, warte. Ich habe eine Idee. Vielleicht kommen wir hier irgendwie. Oh mein Gott. Ich bin sowas von... Oh nein. Ich bin sowas von am Ende. Ich versuche hier rauszukommen. Oh mein Gott. Nein. Okay, das lief wirklich fantastisch, muss ich sagen. Jetzt probieren wir es nochmal. Okay. Jetzt sind wir hier oben. Und die Wand bewegt sich. Okay. Hier könnten wir raus. Okay. So, wir haben es geschafft, Leute. Wow. Ist das crazy. Das ist diese Müllpressentechnologie. Okay, was haben wir hier? Ich muss irgendwie versuchen, hier hochzukommen. Ah, so. Okay, dann nichts wie raus hier, Leute. So, let's go. Wow. Was ist das? Das ist einfach Teil der Fabrik. Warte, ich kletter mal hier rüber. Oh, oh nein. Oh Gott. Komme ich hier noch hoch? Ich habe keine Ahnung, ob ich hier noch hochkomme. Oh, oh. So, hier muss wohl ein Ausgang sein. Und let's go. Okay, wir sind durch, Leute. Wann gibt's denn hier mal ein bisschen Ruhe? So, ducken können wir uns. Alter, ich habe Angst, Leute. Wir sind jetzt aus dieser merkwürdigen Müllpresse, wo wir reingeworfen wurden, einfach entkommen. Und ich kann mit Sachen interagieren. Oh, das heißt, ich kann Türen öffnen. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um, Leute, weil das ist ja echt krass. Wir haben über 2 Jahre auf dieses Spiel gewartet und es soll nochmal größer sein als der zweite Teil. Deswegen, wenn ihr die Fortsetzung jetzt von morgen haben wollt, Like da lassen, würde auf jeden Fall helfen. Gucken mal, können wir das hier greifen? Nein. Oh, eine Taschenlampe wäre jetzt auch hilfreich gewesen. So, laufen wir hier raus. Okay, nichts hier raus hier, Leute. So, was ist das? Hallo? Irgendwelche Teile von einem Spielzeug? Sieht irgendwie danach aus, oder? Und das ist der rote Rauch. In den dürfen wir nicht hinein. Wenn wir da hineinkommen, dann war es das mit uns, Leute. Weil wir dann in einen ewigen Schlaf hineinfallen. Das ist das Feature, das Catnap hat. Andere Nebenwirkung ist aber auch, dass man da durchdreht. Oh mein Gott, wie habe ich das denn geschafft? Das war ehrlich gesagt ziemlich gut sogar. Okay, Achtung, Leute. Und... So. Zack. Okay. Oh, oh, schon wieder durch den Lüftungsschacht. Huggy Wuggy, bist du hier irgendwo? Ich hoffe jetzt wirklich nicht, dass hier ein Monster aus dem Nichts kommt. Dann würde ich mich so hart erschrecken. Es ist eigentlich optimal dafür, dass da jetzt irgendwas kommt. 100 Pro.
Da muss was passieren. Hier geht's raus. Oh, nice. Das sieht wohl aus wie einer dieser Mitarbeiterwohnungen. Ja. Und hier haben wir auf jeden Fall einen Tape. Und wir können das Tape auch rausholen. Und ich sehe, Leute, im Equipment haben wir einen Handschuh ausgerüstet. Das heißt, es gibt, glaube ich, so eine Mechanik, dass man hier wahrscheinlich seine Handschuhe austauschen kann. All right, oh. Miss Harper. Please okay. Explain the situation. Miss Harper. Spare no detail. Mhm. Well, luck any not. All the children are getting sleep. Alle Kinder gehen in den Schlaf. Okay. Cat had the red smoke in the room. Then suddenly there was this scream. Da war ein Schrei. Not near heaven, I know. Albträume passieren. Dilated pupils. Ah, Pupillen erweitert. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand and mine, it felt like her blood was Was? Dieser rote Rauch hat sie zum Kochen gebracht? Oh mein Gott, das war keine Spielzeuge, die ich gesehen habe. Ja, sorry, dein Little Girl. Dein kleines Mädchen wird wahrscheinlich nie wieder so sein, wie es vorher war, nachdem sie diesen Catnap-Rauch eingeatmet hat. Oh, ein Huggy-Wuggy-Kissen. Sieh mal, Bruder. Das bist du. Oh, das ist schön. Ich würde gern so ein Huggy-Wuggy-Kissen kaufen. Was auch immer hier passiert ist, es muss echt schrecklich gewesen sein. Und wir haben hier Mami Longlegs eigene Limonade. So, die Batterie brauchen wir. Ich weiß, wie das funktioniert, glaube ich, noch. Erst einmal. Nee, das funktioniert leider nicht. Wir brauchen also Strom. So, okay. Rein damit. Und wo ist die zweite Batterie? So, zack. Und let's go. Lass uns weitergehen. Wir müssen hier raus. Und wir müssen aber auch herausfinden, was hier alles passiert ist. Ha, das muss dieser Elefant sein. Hallo. Bubba Bubba Fant. Huba Bubba. Hey, Huba Bubba, wie geht's dir? Wieder erinnert sich an mich. Ach so, das sind einfach nur diese Pappaussteller. Die sagen einfach nur Quatsch, das nicht stimmt. Naja, was? Hallo? Ruft mich da jemand an? Ist da ein Telefon? Habe ich ein Telefon? Sorry, Mann. Leider bin ich nicht dran. Ah, okay, okay, okay. Ich check die Mechanik noch von dem grünen Handschuh. Okay, alles klar. Hallo? Ist da wer? Hey, hey. Can you hear me? Poppy? You look kinda lost. Poppy? Nein. I don't want you to die, so I'm gonna help you. Das ist ein anderes Kind. Look at the two pins ja? on the back wall. Ready? Boom. Was? You can use that battery to open the door. Danke. Wer bist du? Das ist ein anderes Kind, ein Überlebender. Ein Überlebender aus der Fabrik. Hey, danke dir, Bro. Ich weiß nicht, wer du bist, aber cool, dass er mir hilft. Es gibt also Überlebende. Die sind wohl auch in Sicherheit. Oder ist es kein Kind? Ah. Did you do that? Nein, das war ich nicht. I guess that's where Catnap found you. Catnap hat mich hier geholt. I know you're probably mad at Poppy for not letting you escape. Ja, ich war ziemlich sauer auf Poppy. Aha. Wir brauchen dich. Okay. Ja. Wir können mehrere Leute retten. Ah, cool. Okay, Olli. Nice. Nice, Leute. Olli ist also ein Überlebender. Und es gab die Smiling Critters. Jetzt gibt es nur noch Catnap, weil alle Smiling Critters... Wir nicht wissen, was mit denen passiert ist. Aber ich hoffe nicht, dass wir mit denen irgendwie in Kontakt kommen. Ah, ja, der Zug ist komplett eingestürzt, Leute. Am Ende von Poppy Playtime Chapter 2. Wir erinnern uns. Das war nämlich absolut crazy, der zweite Part. Aber ich muss sagen, auch das Intro ist auch schon ziemlich heftig gemacht. So, was haben wir hier alles? Also, ich sag's euch, wie es ist. Ein bisschen Strom würde dieser Location gut tun. So ein bisschen mehr Helligkeit. Was? Okay. Wow. Wow. Was war das? Okay, wir müssen erstmal dieses Rätsel hier abchecken. Ah, okay. Alles klar. Das macht keinen Sinn. Ah, okay. Wir können es also so drehen. Dann probiere ich das mal jetzt so. Okay, das hat nichts gebracht. So, und jetzt? Ja. Es hat funktioniert. Leute, ihr könnt mich nicht austricksen. Ich hab das hier drauf. Ich... Warte mal. Oh, hier geht's jetzt rauf. Alles klar. Okay, dann geht's jetzt wohl gleich in die Playcare, Leute. In den Spielzeugkindergarten. Wow, sehr viele Getränkeautomaten, muss ich sagen. Hallo, was geht ab? Kickin' Chicken. Ah, okay, cooler Typ. Hm, was ist das hier? Ich drück mal das, obwohl ich nicht weiß, was das Ding macht. Oh, ich check's, glaube ich. Ich glaube, man muss beide gleichzeitig umwerfen, oder? Nee, es funktioniert. Irgendwas tut sich da. Alles klar, ich bin drin. Oh, okidoki, jetzt geht die große Fahrt los. Hallo. Elliot Ludwig.
Was braucht man? Okay, ich habe auch nicht genug Geld. Okay, Leute, es sieht so aus, als würden wir gerade in den sogenannten Todesstern reingehen. In den Laser. Sieht halt übertrieben danach aus. Warum ist das Licht da rot? Ich will da nicht. Ich will da nicht hin. Ich will da nicht hin, das ist dieser rote Rauch. Oh mein Gott. Nein, 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 wir atmen das ein. Oder? Oh. Wow. Wie schön sieht das aus? Oh. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Wow. Die Playcare ist das. Alter, das sieht ehrlich gesagt ziemlich schön aus. Also hier würde ich gerne in den Kindergarten gehen. Naja, bevor alles durchgedreht ist. So, boah, das war eine schöne Einführung, muss ich sagen. Oh, wer ruft mich denn jetzt schon wieder an? Hallo, ich hab jetzt zu tun. Oh, hi Olli, was geht? Ja, sehr cool. Hier lebten die Kinder. Oh. Die Statue in der Mitte. Okay. Alles klar. Ich könnte einen Key bekommen. Cool. Oh mein Gott. Das ist dieses Dinosaurier, den Bron. Und die haben da aus denen eine Lampe gemacht. Für die haben die nicht so viel Verwendung gehabt, außer nur ein paar Pappaufsteller. Aber die Lampe finde ich ja cool, Leute. Ein Like für Bron einfach. Wow, okay. So, ich soll auf jeden Fall versuchen, reinzugehen. Wir nehmen uns jetzt mal nicht so viel Zeit mit dem Erkunden, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir hier öfter zurückkommen werden. Naja, und irgendwann wird auch der Gruselspaß losgehen. Und das ist die Map, Leute. Hier wird alles gemacht. Also hier stehe ich gerade vor der Statue. Hier muss man wohl reingehen können. Und es gibt ein Office, es gibt einen Toy Store. Es gibt ein Home Sweet Home, eine Schule und das Playhouse. Na gut, mal gucken, wo wir loslegen. Alles klar, nur autorisiertes Personal. Alles klar, er hat mir die Autorisierung gegeben. Restricted Access, okay. Hm. Das muss wohl dieser Automat sein, mit dem die Spielsachen erstellt werden, oder? Oder es ist der Generator. Wo ist denn der Schlüssel, Bro? Du hast irgendwas von dem Schlüssel geredet. Oh, soll ich da meine Hand rein... Dankeschön. Das feiere ich extrem. So, okay. Ja, ich habe den Schlüssel. Wo kommt der rein? Okay, wir haben einen Schlüssel. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Okay, neben dem Kabelwagen. Links neben dem Kabelwagen. Was ist das? Playhouse. Ist das das Playhouse? Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Es sieht cool aus, aber ist das wirklich der Schlüssel? Ist das der? Ja, ich glaube, ja, das sieht nicht danach aus, als wäre das dafür. Tja, da komme ich wohl hier leider nicht rein. Oder hier diese Tür, meinte er. Ah, das könnte auch die sein. Ja, es ist die Tür. Alles klar. Okay, ich bin drin. Es fängt ja auch ein bisschen an zu laggen. Oh, aber es ist immerhin heller. Immerhin sieht man... Oh nein. Das ganze Gas. Der rote Rauch ist hier gemacht. Alles klar, warum habe ich so ein bisschen das miese Gefühl, dass hier gleich ein richtig schwieriges Spiel auf uns wartet? Und woher weiß das Kind, wo die Sachen hin müssen? Press hier. Ich habe Catnap noch nie reden gehört. Sagt er was? Du klingst wie Darth Vader. Bro. Okay. Was sind das für Geräusche? Alter, bist du auf Toilette? Was machst du für Geräusche? Wir suchen jetzt nach einer Lösung, wie wir das Rätsel starten. Ah, da ist eine Batterie. So. Ich könnte hier nur eine Kassette reinfügen. Aber ja, ich glaube, wir suchen mal lieber nicht nach der Kassette, sondern lieber nach einem Ausgang. So. Zack. Okay, Tür ist offen. Ah, hier muss eine Kassette rein. Jetzt tatsächlich. Na gut, aber wo kriege ich die her? Ist hier irgendwas... Was habe ich gesammelt? Warte. Ich habe mehrere Hände. Wow. Ich habe eine lila Hand freigeschaltet. Und ich habe eine Taschenlampe. Das sind beides coole Sachen. Jetzt habe ich endlich eine Taschenlampe und einen neuen Handschuh. Das feiere ich extrem. Also, wo suche ich jetzt nach der nächsten Sache? Ich glaube... Okay. Das... Lässt mich springen.
Okay. Alles klar. Wow, das ist eine coole Hand. Ich habe noch nicht so die Ahnung, was mich erwartet, aber ich habe da schon so meine Befürchtungen. Was ich cool finde, ist, dass hier irgendwie nicht unnötige Jumpscares kommen. Also, noch nicht. Oh, okay, das wird jetzt ein bisschen schwieriger, aber haben wir alles easy geschafft. Jetzt wird es immer gefährlicher. Boah, ich habe mein Display angespuckt und hier ist rotes Wasser. Naja. Okay, wie komme ich da jetzt rüber? Es muss eine Möglichkeit geben, wie ich da drauf springen kann. Ah, man kann es runter machen. Okay, verstanden. Das ist aber echt ziemlich weit. Okay. Oh nein, das wird nichts. Das war so klar. Okay, wir sollten Schwung nehmen und nehmen das erstmal. So. Ich bin nämlich der ganz smarte Hase, Leute. Der ganz smarte Hase. Und jetzt haben wir... War das eine Kakerlake? Ich glaube schon. Alter, wie? Die können fliegen. Alter, ich gehe mal lieber weg. Nein, danke, Mann. Kein Bock darauf. So, okay. Jetzt sind wir drüber. Oh, oh, Junge. Die wollen ja wirklich ein krasses Rätsel daraus machen. Ist das das, wo die Kinder drinnen spielen? Es ist ja nur für autorisiertes Personal. Zwei Batteriestreifen. Ah. Ich weiß nicht. Es ist so spät nachts schon. Jetzt so ein Rätsel? Ah. Okay. Leute, jetzt pass auf. Let's go. Oh mein Gott, ich bin einfach der Genie. Das Genie? Der Genie? Ich bin die Genie. So, was haben wir jetzt? Leute, die haben meinen Bruder Huggy Wuggy eiskalt erledigt. Was sagst denn du dazu? Ich glaube, Leute, der ist nicht so begeistert. Der ist überhaupt nicht begeistert. Und ja, das hat funktioniert. Okay, ich habe den Strom jetzt aktiviert. Passiert jetzt was? Ich meine, ja, ich glaube, die Tür muss ich jetzt öffnen, oder? Jawohl. So. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt haben wir ein bisschen für Stromversorgung gesorgt. Aber wir brauchen immer noch den blauen Knopf. Hier fehlt was. Mal gucken, ob dieser Knopf was macht. Oh, yo! Es passiert tatsächlich was. Wie viel Druck? Ah, 9 Bar, 98 Grad. 4000 Volt? Okay. Alles klar, der rote Rauch ist jetzt in die Mitte gegangen. Oh, na. Oh, oh nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Das ist kein gutes Zeichen. Hallo, ja, Oliver, oder wie du heißt. Was geht? Das ist krass. Noch ein Schlüssel. Use it to get into home sweet home. Ich. Then once you're inside, find the building's backup generator. Okay. Leute, wir laufen wieder zurück zur Statue. Er sagt, wir brauchen einen neuen Schlüssel und jetzt sollen wir zu Home Sweet Home gehen. Irgendwo hier. Ja, das ist die Statue. Okay. Alles wird gut. Alles wird gut, Bro. Wir kriegen das hin. Noch haben wir keinen des Smiling Critters gesehen. Noch keine Jumpscares. Alles gut. Und by the way, ich habe viele von euch gehört. Ich werde keine Jumpscare-Warnung in diesem Video machen. Also Leute, für die Atmosphäre. Aber Poppy Playtime ist nicht bekannt dafür, dass es ein super gruseliges Spiel ist. Es hat nur sehr gruselige Animatronics. So, Dankeschön, Bro, für den Key. Dann gehen wir jetzt zu Home Sweet Home. Da ist es, Leute. Das sieht doch aus wie ein richtiges Horrorhaus. Okay, ich krieg die Tür auf. Okay, es gibt eine Sache, die ich nicht an Videospielen mag. Es sind natürlich gruselige Häuser und dunkle Bereiche in gruseligen Häusern. Und wenn keine Musik im Hintergrund ist, das macht es natürlich noch ein bisschen gruseliger. Boah, und knarzende Treppen. Das mag ich auch nicht. Ah, guck mal. Wir nennen sie einfach mal Emily. Mit diesem Bunny hat sie dann. Ah, der ist glücklich. Ein Catnap-Kissen. Wisst ihr was? Der Ort ist eigentlich doch nicht so... Kann ich nochmal zurückgehen? Irgendwie will ich da nicht rein. Ich darf da auch nicht rein in den Rauch. Oder soll ich es probieren? Komm, wir probieren es. Mal gucken, was passiert. Okay, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Habe ich eine Maske auf? Ich glaube, ich habe eine Schutzmaske auf.
Ich hab's irgendwie überstanden. Bin einfach durchgelaufen. Wow. Wenn das nicht mir richtig Backrooms, Hotelrooms Vibes gibt, dann weiß ich auch nicht. Okay. Es ist mir ein bisschen zu ruhig hier. Oh. Ich hab mich gerade an was erinnert. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, Leute, nein. Kurz Pause. Erinnert ihr euch an das Spiel PT? Dieses Spiel gab es auf PlayStation 4 für eine gewisse Zeit, bis es aus dem PlayStation Store rausgenommen wurde und nicht mehr zum Download gab. Das sieht 1:1 gerade so aus. Der Radiosprecher? Der Raum? Das ist halt PT! Es ist PT! Es ist genauso wie PT! Nur, dass du hier nicht durch die Tür läufst, durch unendliche Räume. Du läufst einfach nur. Ey, nein. Die haben sich davon inspirieren lassen. Das Foto ist aber anders, oder? Hier ruft mich jemand an. Wo ist das Telefon? Ich habe keine Handschuhe mehr, merke ich gerade. Yo! Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Hallo? Nicht traurig sein. Ich muss laufen. Was? Oh mein Gott! Alter, habt ihr das gesehen? Da war gerade Catnap oder so. Ich muss laufen. Naja, wohin? Wohin soll ich laufen? Ich soll mich nicht bewegen. Ey, ich bin hier ohne Witz. Ich will hier nur raus. Ich möchte hier einfach nur raus. Nicht gut. Nicht gut. Ey. Ich hasse... Leute... Habt ihr ihn gesehen? Ihr habt ihn gesehen. Da war gerade Catnap. Ich hätte diesen roten Rauch nicht einatmen sollen. Ah. Was? Ich habe eine Idee. Leute, was ist? Happy and fun way was it done. Was ist, wenn die Story so ähnlich ist wie in Garten of Banban? Dass wir hierher gegangen sind, auch ein Kind haben und das Kind hierher gebracht haben und es retten wollen. Dann ist ja Garten of Banban der die Story kopiert hat. Okay, das ist eine Kassette. Es ist, glaube ich, das Bett von denen. Sag mir nicht, dass wir jetzt eine Videoaufnahme davon sehen. Huggy Wuggy! Ja, Mann! Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. Hallo. I'm certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and neue supportive Familie. As your own. Ja, schön. Feel free to wander the halls. Okay. In the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Ja. Join the innovationists where the bounds of science so are continuously pushed. Okay, die smiling critters. Welcome home. Willkommen. Wow! Oh my god! No! Oh my god! Einfach Monster Huggy Wuggy, Alter! What? Wo kam das denn auf einmal her? Was war das denn gerade? Das war alles Teil der Story. Oh. Das war nur eine Vision. Alter. Okay. Also, der rote Rauch, der war mir definitiv nicht gut bekommen, sage ich euch. Wo bin ich eigentlich? Ist das das Zimmer meiner Kinder? Also, ich weiß, ich habe meine Kinder auf jeden Fall hier gelassen. Boah. Alter, ich riech schon wieder den Schweiß, ey. Okay, wir müssen den Strom so schnell es geht wieder anmachen. Alter, wie gruselig war dieser Huggy Wuggy. Die brauchen wir. Maske ausrüsten. Okay, alles klar. Ich kann mir verstehen, warum man die nicht durchgängig anziehen möchte, damit man in diesen roten Rauch einfach durchlaufen kann, wenn man da sonst reinkommt. Was wird passieren? Komm, wir gehen jetzt einfach in den roten Rauch rein. Wir gucken, was jetzt passiert. Nehmen wir Damage? Okay. Aber vielleicht passiert... Okay. Jetzt wissen wir, was passiert. Oh, das muss ich machen. Oh, es ist ein Formel-1-Wagen. Und let's go! Okay, danke dir, Fahrzeug. Vielen Dank, Bro. Du hast mir geholfen. Oh, es brennt. Wait, Leute. Hier ist ein rotes... Okay. Alter, ich suche das seit Jahren danach herauszufinden, wie es hier rausgeht. Die Tür kriege ich auf jeden Fall schon mal auf. Nice, okay, hier kommen wir schon mal raus. Okay, was passiert damit jetzt? Okay, so, damit geht's hier weiter.
Leute, ich habe so ein ungutes Gefühl. Okay, warte, erstmal, ich habe den Schlüssel nicht. Aber zweitens, ich habe ein sehr mieses Gefühl dabei, Leute, dass wir gleich von einem der Smiling Critters Besuch bekommen. Okay, bitte nicht noch so eine Vision. Bitte. Subject is stable. Designated 1322. Okay. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup. Though highly irregular, ja. We've pulled him from the home sweet home. Wir haben ihn vom Home Sweet Home geholt. Okay. What are you doing out of bed? How did you get in here? Ist Kevin krank? Das klingt nicht gut, dass er ziemlich krank ist. Ich frage mich nur, wie mich das weiterbringt gerade. Nein, Bron, was haben sie mit dir getan? Es gibt ja das Gerücht, Leute, dass in dieser Kreatur ein lebender Mensch drinne war. Das war lange bevor Poppy Playtime Chapter 3 rausgekommen ist. Okay. Hört ihr das? Hört ihr das? Ihr hört es? Ihr habt das Geräusch gehört, nicht wahr? Okay, doch. Oh! Yo, da ist er tatsächlich! Okay, ich hab ihn mir doch nicht eingebildet. Er ist halt real. Warte mal, ich muss den Arm mal wegmachen. Okay, Leute, öffnen wir mal diese Tür. Ich krieg sie nicht auf. Ich krieg sie nicht auf. Folgen wir einfach mal den Kabeln, Leute. Wir sollten uns beeilen. Wir sollten uns beeilen. Catnap ist bald hinter mir her. Und ich habe das Gefühl, er jagt mich. Ja, er jagt mich gleich ganz, ganz sicher. Hä? Kissy Missy? Was machst denn du hier? Hey. Sorry, dass ich hier störe. Warum ist hier Kissy Missy? Ey, Kissy Missy, ich hoffe, ich störe dich nicht bei deinen, was auch immer du da tust. Hallo? Hey? Hallo? Ist das ein Easter Egg? Guckt sie da auf dem Handy? Sie guckt sich ein Foto an von einem Mädchen. Okay, wahrscheinlich war sie die beste Freundin von diesem Mädchen und jetzt ist sie weg. Hey, Kissy. Okay, ich störe dich mal dich lieber weiter. Aber Kissy Missy ist eigentlich ganz nett. Ah, hier geht's hoch. Man muss auch mal nach oben schauen, ganz genau. Man muss auch mal sich ein bisschen umschauen, um herauszufinden, wo es hier weitergeht. Warum habe ich das Oh, da ist die nächste Batterie. Was war das? Was? Psst, Leute, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns hier verstecken. Ich glaube, Catnap ist hier. Ich habe das Gefühl, der ist hier. Ein ganz mieses Gefühl habe ich. Ganz, ganz mieses Gefühl. Okay, das war jetzt auch keine gute Idee, hier durch das Loch reinzugehen. Weil ich nicht weiß, wo es mich hinführt. Hallo? Oh, yeah, Mann. So, und jetzt kommt die Power. 50% Power. Und... wo ist die 100%? Naja, egal. Es wird auf jeden Fall ausreichen, um hier rauszukommen. Aber ich glaube, wir haben auch Catnap freigelassen. Naja, egal. Wir hauen hier ab. Puh, okay. Alles entspannt, Leute. Alles ist gut. Es ist kein Problem. Wir haben es im Griff. Und hier ist wieder das Formel-1-Auto. Gut, let's go, würde ich sagen. Und ab die Post. Ja, Mann. Jabba-dabba-du. Die Stunde des Spaßes, der Freude. Oh nein! Das war nicht so gut, oder? Dass ich runtergefallen bin. Okay, hier brauche ich den grünen Handschuh. Und jetzt muss ich gucken, wo ich die Power reinmache. Okay, hier gibt es wohl irgendwo eine Kassette, aber ich habe keine Zeit für Kassetten. Wir laufen hier durch. Aber warte mal kurz, dann gibt es ja kein Zurück mehr, oder? Oh, yo, 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 stimmt. Und ich glaube... Nein! Ich habe den Strom... Oh, 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 oh. Das ist mein Ende. Was? Was war das? Was passiert hier denn? Moment! Der Bär hat sich bewegt. Wie hat er das gemacht? Der Bär hat sich bewegt, Leute. Oh ja, der hat sich eindeutig bewegt. 100%. Aber warte, vielleicht kann ich ja... Ja! Ich kann von hier den Strom greifen. Damit kriege ich die Tür jetzt auf. Ich nehme mal den Strom mit. Oh, okay.
Oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Der hat sich zu mir gedreht. Der hat sich zu mir gedreht. Und die leuchtenden Augen. Ich weiß nicht, ob ich da lang gehen soll. Was geht ab, Bruder? Nein, danke. Nein, danke, Mann. Ich passe. Ich hab keinen Bock. Ich kündige. Ich gehe hier raus. Gibt's hier was Interessantes? Vielleicht durch den Schacht. Wir können durch den Schacht gehen. Ja, das ist eine Idee, Leute. Wir hauen hier einfach ab. Wir hauen durch den Schacht einfach ab. Ganz genau. So, wie bei Huggy Wuggy, wie bei der Verfolgungsjagd. Moment. Lalalala. Friends forever, Huggy Wuggy. Was passiert hier? Ich sehe gar nichts, Leute. Ihr macht Musik und ich sehe nichts. Hallo. Okay. Wir sind wieder unten. Warte, warum? Moment, hier sollte ich doch gar nicht hin. Ich habe doch den Strom noch gar nicht aktiviert. Hä? Moment, der Raum ist anders. Der Raum ist anders. Oh, ich hab's hinbekommen. Ich hab's. Oh nein, wir sind wieder hier. Nein, 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 Bro. Nein, nein, nein. Warte mal, ich brauch seine Batterie. Okay, das haben wir gebraucht. Alles klar, Leute. Wir nehmen die Batterie von dem Teil. Wie auch immer der die bekommen hat. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen sie mal mit, hauen hier ab und bringen das Ding zurück an den Ort, wo es hingehört. Genau hier. Aber wie komme ich da rein? Okay, das ist echt ein Labyrinth, sage ich euch. Aber ich glaube, ich habe es gefunden. Hier brauche ich aber zwei. Ich brauche zwei? Wie komme ich hier an zwei Powerquellen? Okay, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's, Leute. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Oh mein Gott, das hat sich, glaube ich, 10. Alter! Wer bitteschön macht das? Warum? Das ist ein Elefant. Das ist ein Elefant. Hallo. Hallo, Mr. Elefant, Alter. Willst du ein Spiel mit mir spielen? Oh! Ja, Mann. Der ist richtig durchgerast. Da muss ich jetzt hin. Huggy Day keeps the monsters away. Genau, eine Umarmung mit Huggy Wuggy keep the doctor away. Sowas in der Art, hat er gesagt. Aber ja, jetzt können wir endlich wieder weitergehen, Leute. So, und hier waren wir noch nicht. Wir brauchen nämlich einen Schlüssel für diesen Raum. Und hier ging ja erstmal richtig die Post ab. Alles klar, was können wir jetzt tun? Ich weiß nicht, ob ich in dem Raum schon war. Es sieht danach aus, als... Sie sehen alle gleich aus. Hallo? Oh, hier war ich noch nicht. Hier ist roter Rauch. Hier muss ich durch den Schacht gehen. Alles klar. Dann gehen wir eben durch den Schacht, Leute. Vorsicht dann. Nicht schon wieder, dass es wieder so eine Vision wird. Kann ich hier wieder atmen? Ich glaube schon. Okay, alles gut. Alles gut, Leute. Alles gut. Hier ist die zweite Batterie. Let's go. Okay. Alles gut. Alles ist gut. Ist das ein Spiegel? Sieht nicht aus wie ein Spiegel. Ist das ein Spiegel oder ist es kein Spiegel? Ich weiß nicht. Oh, ja, Mann. Und zack. Aktivieren wir 100% Power. Endlich. Na los. Nach einer gefühlten Ewigkeit. Mach an. Mach an den Hasen. Mach an! Also entweder klappt es nicht oder ich bin irgendwie blöd. Aber ich glaube, es hat geklappt, Leute. Die Tür ist offen. Ja! Oh, endlich, Leute. Jetzt können wir endlich mit 100% der Power durch diese Tür durchgehen und herausfinden, was als nächstes passiert. Boah, der Ort ist schon gruselig. Okay. Ah, endlich mal ein bisschen mehr Licht. Endlich mal ein bisschen mehr Helligkeit. Und das nächste Rätsel erwartet uns. Oder? Das ist ein Turret. Was machen die? Ich weiß nicht so richtig, wie benutzbar das ist. Ja, ich will es benutzen. Aber wie funktioniert das Teil? Und jetzt müssen wir das aktivieren. Ah, ich check es.
Aber gut. Falsch benutzt, würde ich sagen. Okay, das haben wir schon mal gemacht. Jetzt können wir schon mal hier durch. Aber wir brauchen natürlich das Licht noch für den zweiten. Und da kommt das jetzt ins Spiel. Und? Ja. Nach Jahren. Ey, das sind so schwere Rätsel. Das Spiel hat wirklich schwere Rätsel. Okay. Jetzt geht's hier endlich mal weiter. Kommen wir hier endlich mal raus. Haben wir den Strom aktiviert? Alles gut? Alles gut, Bro? Können wir jetzt endlich hier weiter? Ist es endlich möglich, hier rauszukommen? Ohne verfolgt zu werden? Hallo? Machen wir einfach mal... Oh, warte, das ist ein Aufzug. Und ja! Der bringt uns hier raus. Let's go! Ja, Mann! Oh nein, er bringt uns nur eine Etage hoch. Oh nein, 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 nicht zu der... Nein, nicht zu der Etage mit dem Monster. Warum geht es hier immer noch hoch? Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Wait. Wir sind draußen. Oh mein Gott, Leute. Wir haben das Haus verlassen, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Oh mein Gott. Alter, ich weiß gar nicht, was wir hier gesucht haben, aber ich glaube, wir haben versucht, den Strom soweit zu aktivieren. Aber ja, let's go. Ah, funktioniert noch nicht ganz. Aber ja, Leute, hier würde ich aber sagen, wir machen erstmal Pause. Alter, da waren schon krasse Sachen dabei, vor allem dieser merkwürdige Huggy-Wuggy und so. Das war schon gruselig. Aber wenn ihr den nächsten Part haben wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Like da lassen, Leute, für Teil 2, dass der morgen schon kommt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus und rein und ciao!